shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Teddy, und ich habe ein neues Infovideo für euch am Start, weil gestern kam ja das Cunning Stunts DLC raus. Wirklich eines der besten DLCs meiner Meinung nach, die überhaupt in GTA 5 rausgekommen sind. Das einzig Blöde ist halt wirklich die Preise. Das ist ja fast schon unverschämt. Die Fahrzeuge sind alle richtig geil, wie ich finde. Aber die Preise, das geht halt gar nicht. Auch die Klamotten sind richtig geil, die passen einfach dazu. Das gefällt mir übertrieben gut. Die Stuntrennen an für sich hat Rockstar richtig geil gebaut. Also es macht so Spaß, die zu fahren. Aber halt die Preise von dem Ganzen, das ist halt schon eine Frechheit. Ich weiß gar nicht, wie lange man spielen muss, um das ehrlich zu verdienen. Finde ich ein bisschen asozial von Rockstar, dass es halt immer teurer wird. Mit jedem DLC wird es noch teurer und noch teurer. Das ist halt wirklich, ja, scheiße, finde ich. Trotzdem, das DLC an für sich ist wirklich mega geil gewesen. Die Fahrzeuge, wirklich alles drum und dran. Ich bin immer noch so gehypt auf das DLC. Wirklich richtig fett. Und gestern hat auch Rockstar noch die Newswire rausgehauen, dass es auch in den nächsten 3 Wochen noch weitere Sachen von dem DLC veröffentlicht werden. Also es kommen neue Stuntrennen hinzu und auch neue Fahrzeuge. Und Rockstar hat ja vor 2 Monaten schon angekündigt, als sie den Newswire rausgehauen haben, was uns so in nächster Zeit erwartet. Als die Ankündigung vom Finians and Felony DLC war und auch vom Stuntrennen DLC, da hat Rockstar ja schon geschrieben, dass man auch Stuntrennen in Zukunft selber machen kann im Rockstar Editor. Aber viele Leute sind jetzt auch reingegangen, waren jetzt ein bisschen enttäuscht gestern. Hey, es sind ja gar keine neuen Elemente, man kann sowas ja gar nicht selber bauen. Und da hat jetzt Rockstar gestern angekündigt, dass es erst am 2. August verfügbar sein wird. Das heißt, wir müssen uns jetzt noch 3 Wochen, noch warten, die neuen Sachen noch genießen, so uns ein bisschen vielleicht Inspiration holen, und dann ab dem 2. August werden die Stuntrennen auch für den Rockstar Editor verfügbar sein, dass man selber solche Stuntrennen bauen kann, was ich richtig geil finde, weil Rockstar schreibt, dass es wirklich hunderte von Stuntrennen Requisiten gibt, wo man aufbauen kann, und ich glaube, da lassen sich richtig geile Rennen erstellen, und ich habe auch so Bock drauf, so erstellte Rennen von anderen zu spielen, weil wenn die nur halb so gut sind wie die von Rockstars, dann wird das mega geil, und jeder weiß, dass die Community einfach die besten Rennen überhaupt machen. Gerade die Amerikaner, was die zum Teil für Rennen bauen, das ist wirklich so geil, und ich glaube, jetzt rastet die komplette GTA 5 Renn-Community aus, was ich richtig geil finde. Und seit gestern ist auch noch die Eventwoche gerade am Laufen. Und da haue ich jetzt auch noch kurz ein paar Infos raus, was es dazu alles gibt. Und zwar schreibt Rockstars 20% für alle Apartment und Garagen. Das heißt, also wenn jemand noch irgendwelche Garagen braucht für die neuen Fahrzeuge, ich denke mal, jeder hat seine 5 Stück schon voll. Aber die Leute, die es halt noch nicht haben, die bekommen jetzt 20% Rabatt auf Apartments und Garagen, auch für Stelzenhäuser und das Ganze. Und es gibt auch 50% Rabatt für Tuningteile, also für Bremsen, Fahrwerk, Motoranpassungen etc. Und es findet im Moment gerade ein Snapmatic-Contest statt, wo man 1 Million GTA-Dollar gewinnen kann, glaube ich. Und alle Informationen findet ihr natürlich auf der Rockstar Newswire-Seite oder den Link unter der Videobeschreibung anklicken. Da könnt ihr das auch noch genau nachlesen. So, und jetzt noch ganz kurz was in eigener Sache. Und zwar, ich werde nachher einen Livestream machen, wo ich auch mit meinen Abonnenten oder nicht ausschließlich mit meinen Abonnenten spiele. Ich werde so eine Spielerliste machen mit Stuntrennen. Und die Leute, die sich halt bei meiner Facebook-Gruppe angemeldet haben oder die dort beigetreten sind, denen habe ich schon mal vorab eine Information gegeben, die werde ich dann auch als erstes einladen. Und für die Leute, die jetzt nicht in meiner Facebook-Gruppe sind, wäre das doch jetzt ein guter Moment, einfach in meiner Facebook-Gruppe teilzunehmen oder beizutreten. Da haue ich immer so die Infos raus, wenn ich einen Livestream mache und was man dazu machen muss und wie viel Uhr, dass die halt immer auf dem Laufenden sind. Und weil ich habe jetzt nicht immer Lust und Zeit, kurz ein Video darüber zu machen, dass ich einen Livestream mache, deswegen haue ich einfach immer kurz die Infos bei Facebook raus, und dort kann mir natürlich auch jeder beitreten und kriegt auch gleich die Infos sofort zur Hand. Das habe ich auch bei dem Money Glitch gemacht. Ich habe den nachts auch hochgeladen, habe die Leute in meiner Facebook-Gruppe informiert, dass es einen neuen Money Glitch gibt, und habe es eigentlich erst einen Tag später bei YouTube hochgeladen. Das heißt, wenn ihr immer auf dem aktuellen Stand seid, tretet doch einfach meiner GTA 5 Community bei. Und ja, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, und da kann man auch Tuning-Treffs machen oder sich absprechen, falls irgendwelche Glitches rauskommen, wo man mehrere Leute brauchen oder dazu braucht, dann könnt ihr euch da absprechen. Und ja, das war's eigentlich schon. Tretet bei mir bei Facebook bei, und ja, das war's eigentlich mit dem Video. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag, und wir sehen uns nachher beim Livestream. Wird auf jeden Fall, glaube ich, eine Open Lobby werden, also das heißt, ich lade einfach jeden ein. Natürlich die Leute bei Facebook, die werde ich bevorzugt behandeln, dann die aus meiner Crew, und dann lade ich die restlichen Freunde ein. Wer mich noch nicht bei der PSN geeditet hat, kann es gerne tun. Mein PSN-Name auf der PS4 ist Zeddy-YT, und der Link zu meiner Facebook-Gruppe ist auch unten in der Videobeschreibung. Also Jungs, das war es auf jeden Fall mit dem Video, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.